Hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich hatte das im letzten Video schon angekündigt. Heute wird es um das Thema LA nochmal gehen, und zwar um die genauen Kosten bzw. Preise, alles was wir da so bezahlt haben, was uns dann im Endeffekt auch jetzt der ganze Monat gekostet hat. Und genau, im Vorfeld ist es vielleicht einmal wichtig zu wissen, es ist jetzt nicht so, dass wir die Reise irgendwie ein Jahr geplant hätten und mega früh irgendwelche Flüge oder eine Unterkunft oder so gebucht hätten. Deshalb müsst ihr ein bisschen was vom Preis dann halt quasi runterrechnen, weil ja das natürlich günstiger ist, wenn man halt nicht last minute bucht. Also wir haben das Ganze, glaube ich, im Dezember gebucht und wir waren ja dann im Februar schon da quasi. Und das ist für so eine weite Reise eigentlich relativ spontan. Genau, deshalb wundert euch nicht. Ich fange mal mit dem teuersten an generell, und das lag auch schon, glaube ich, sehr stark an dem Zeitpunkt, an dem wir gebucht haben. Weil wenn ich jetzt so reingucke, gibt es schon auch noch ein bisschen günstigere Sachen, aber generell kann man sagen, dass das Wohnen bzw. die Unterkunft in Los Angeles wirklich arschteuer ist. Also ja gut, ich hatte jetzt das Glück, dass Sophie quasi schon mal da war und auch wusste, so welcher Stadtteil noch okay ist, wo man vielleicht nicht unbedingt wohnen will. Und wir waren dann letzten Endes in Hollywood. Das war ungefähr mit dem Bus dann so 10 Minuten vom Walk of Fame oder so entfernt. Also ich fand die Lage mega gut, war aber auch dem geschuldet, dass wir ja auch viel beim Tanzen waren und das halt so quasi in der Mitte von beiden Tanzschulen dann lag. Und deshalb haben wir dann zu beiden Tanzschulen irgendwie, boah, so 35 Minuten gebraucht oder so, was echt okay ist, weil in Los Angeles echt vieles voll weit auseinander ist. Und wir waren in einem Airbnb. Und das sollte man vielleicht auch dazu sagen, wir waren ja 4 Wochen da. Und hatten halt auch nur in Anführungszeichen ein Zimmer und ein Bett. Also gut, für uns war es jetzt kein Problem, aber wenn man vielleicht mit irgendjemandem fliegt, wo man sich das jetzt nicht 4 Wochen vorstellen kann, 4 Wochen in einem Bett zu schlafen oder so, dann funktioniert das natürlich nicht. Und die Zimmer mit mehreren Betten, beziehungsweise wenn man dann halt quasi 2 Zimmer nehmen würde, das ist dann natürlich nochmal viel teurer. Ja, genau. Und wir hatten ein Zimmer, es war klein, also da war halt ein Bett und ein Schrank drin und so ein kleiner Schreibtisch. Und dazu hatten wir ein Gemeinschaftsbad in der Gemeinschaftsküche. Für uns war das voll perfekt. Also ich würde das auch wieder mit dem Airbnb machen. Ich brauche nicht unbedingt ein Hotel. Und wir haben jetzt insgesamt dafür 2.100 Euro bezahlt. Wenn ich das jetzt so vergleiche mit meiner Monatsmiete in Hamburg, ist es natürlich viel, viel mehr schon in dem Vergleich dafür, was man dafür hat. Gut, war dann halt pro Person quasi die Hälfte. Und das ist jetzt nicht so ein mega krasser Stadtteil oder also, dass man halt so denkt, boah, wie in Hamburg irgendwie Harvestehude oder keine Ahnung, so ist es halt nicht gewesen. Aber so Beverly Hills oder so, also legit, nicht mal wenn du da gefühlt 1 Quadratmeter nehmen würdest, könnte man sich das leisten, ist halt viel zu teuer. Dann sind wir mit Lufthansa geflogen. Tatsächlich war das auch so das günstigste Angebot. Wir sind auf dem Hinflug in Frankfurt umgestiegen und ich bin auf dem Rückflug in München umgestiegen. Wir sind, glaube ich, irgendwie, boah, ich weiß gar nicht, insgesamt 13 Stunden oder so geflogen. I don't know. Auf jeden Fall haben die Flüge 600 Euro gekostet. Habe ich aber auch nochmal nachgeguckt, gibt es, wenn man jetzt für nicht unbedingt in 2 Monaten bucht, aber auch günstigere Flüge noch. Obwohl wir mit 600 Euro gar nicht mal so schlecht dabei waren, lag da wahrscheinlich an der Saison oder so, I don't know. Dann vielleicht ganz kurz dazu, was wir jetzt im Vorfeld genau, also wo wir uns drum gekümmert haben. Das war einmal eine Kreditkarte, das haben wir bei irgendwie der DKB oder so gemacht. War mega easy, war auch kostenlos und da hatte man irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß, aber das war so ein Tarif, wenn man das neu abschließt, dass man dann irgendwie 3 Monate oder sowas auch in den USA gebührenfrei alles also abheben konnte und bezahlen konnte. Da muss man nicht auf jeden Fall drauf achten, weil wenn man jedes Mal Gebühren bezahlen muss, wenn man irgendwie Geld abhebt oder so, dann schau, dann ist es ja nochmal mehr Geld, was weg ist. Dann haben wir uns um eine SIM-Karte da vor Ort gekümmert. Das waren irgendwie $53,75 oder so. Das war so ein All-In-Tarif. Also wir hatten halt quasi unendlich viel Internet. Ohne Witz, das war so Leben einfach, dass man die ganze Zeit nicht drauf achten musste, dass man sein Internet aufbraucht oder so. Das war, also, war mega geil. Dann haben wir uns natürlich noch um dieses ESTA-Ding gekümmert, was man braucht, wenn man weniger als 90 Tage in den USA ist. Das hat auch irgendeine Gebühr gekostet, aber irgendwie so 10 Euro oder so. Also es war jetzt nicht mega krass irgendwie. Achso, dann habe ich noch eine Auslandskrankenversicherung und so einen Rücktransport und sowas abgeschlossen. Das zahlt man aber jährlich und das ist auch wirklich nicht der Rede wert. Also ich weiß jetzt nicht, was da abgebucht wurde, aber ist jetzt nicht irgendwie so die Investition gewesen für den Urlaub und schadet ja auch nicht, das generell zu haben. Was bei uns natürlich auch teuer war und das, wenn man jetzt nicht da zum Tanzen geht, fällt natürlich nicht an von den Kosten, sind unsere ganzen Tanzkurse gewesen. Ich habe nochmal nachgeguckt, in der Tanzschule bei diesem Playground, da gab es nicht irgendwie so Special 10er-Karten oder so, sondern man musste wirklich jede Stunde einzeln kaufen und eine Stunde hat umgerechnet ungefähr 18 Euro gekostet. Und ich habe das mal rausgesucht, ich habe mir in der ganzen Zeit 10 mal das gekauft quasi, also 10 mal 18 Euro und bei dem Millennium Dance Complex hatte ich mir 2 mal eine 10er-Karte gekauft. Da gab es nämlich so Special Packs dann quasi. Eine 10er-Karte hat irgendwie, lass mich nicht lügen, 160 Euro umgerechnet gekostet. Und dann waren wir auch noch
einmal oder zweimal bei so einem anderen Tanzstudio, da weiß ich das jetzt mit den Preisen nicht mehr so, aber es war ungefähr ähnlich so auch in dem Preissegment. Also ja, das Tanz war halt dann auch schon relativ teuer für einen Monat, weil wenn man überlegt, wenn man jetzt, keine Ahnung, sagen wir, in einer teuren Tanzschule ist in Hamburg, dann zahlt man im Monat halt so 90 Euro oder so. Und wir haben halt für einen Monat, gut, wir waren auch jeden Tag quasi beim Tanzen, aber wir haben, boah, wir haben echt viel Geld fürs Tanzen ausgegeben. Das war ja gar nicht auf dem Schirm. Ja, also wir haben halt legit so 500 Euro oder so bezahlt fürs Tanzen. Krass, ich hatte das echt nicht so auf dem Schirm. Ja, ich habe auch so auch mal generell nachverfolgt so quasi für Freizeit und da habe ich das Tanzen auch schon mit reingerechnet. Da habe ich ungefähr 1000 Euro ausgegeben in dem Monat. Da kommt aber auch dazu, dass man natürlich, wenn man das erste Mal da ist, sich sowas anguckt wie die Universal Studios, da kostet ein Ticket schon über 100 Euro. Oder wir haben so eine Star-Tour gemacht für 70 Euro. Wir hatten so eine Hop-On-Hop-Off-Bus-Tour mit Madame Tussauds, auch wieder irgendwie so 50 Euro. Also das rechnet sich dann natürlich auch irgendwie. Also man hätte den Urlaub auf jeden Fall auch günstiger gestalten können als wir. Also es war ein bisschen bei mir dieses, boah, Los Angeles war Platz 1 auf meiner Bucketlist. Und wenn ich dann schon mal da bin, dachte ich mir so, ja komm, gönnst du dir einmal richtig quasi. Und deshalb war es dann am Ende jetzt auch sehr teuer dann irgendwie. Achso, ich habe mir noch einen Jogginganzug gekauft für 90 Euro. Aber eigentlich hat meine Mama mir den geschenkt tatsächlich. Achso, und ganz kurz zum Einkaufen. Wir waren halt auch nicht oft essen. Also, ja, nee. Also für einen Monat waren wir nicht oft essen. Zum Ende haben wir uns dann öfter mal gegönnt, auch mal so ein Uber oder so. Aber wir waren einmal teuer essen in Beverly Hills an Valentinstag. Da haben wir, aber ich will jetzt nicht mehr, da haben wir auch 100 Euro, also über 100 Euro in dem Restaurant gelassen und das war jetzt nicht, dass wir mega krass gegessen hätten. Das war dann so eine Gönnung quasi. Aber ansonsten waren wir wirklich, haben wir immer selbst gekocht und jetzt auch nicht so mega crazy stuff. Und wir waren immer bei diesem Ralphs oder wie das heißt, einkaufen. Das war echt teuer. Also wir haben, ich hatte es in irgendeinem Vlog mal auch erzählt, da wir haben irgendwie 40 Dollar für so einen Mini-Einkauf bezahlt und dann irgendwann sind wir auf so einen anderen Laden gekommen. Das hieß irgendwie 99 Cent only oder irgendwie sowas. Da war es auf jeden Fall deutlich günstiger, gab es aber dann auch nicht alles. Also muss man auch dazu sagen, dass der Lebensunterhalt da ist auch schon echt, also schon teurer. Das Einkaufen war ich schon schockiert, weil bei uns gibt es da wenigstens so Aldi, da kann man ja wirklich günstig einkaufen. Aber bei denen gibt es irgendwie gefühlt nur Rewe noch teurer oder so, oder Edeka noch teurer, das ist echt krass. Aber das ist basically alles, was wir bezahlt haben. Also waren es am Ende dann ungefähr 2800 Euro bis 3000 Euro. Ja, damit beende ich das Video, falls ihr noch irgendwelche Fragen... Perfekt, ich habe keinen Speicherplatz mehr, deshalb beende ich jetzt dieses Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ja, wenn ihr noch Fragen habt, schreibt mir gerne. Ansonsten sehen wir uns nächste Woche Montag. Tschüssi!